Sie sagte viel. Sie sagte viel, aber nichts davon hatte Bedeutung. Trotzdem wollte ich mich so sehnlich mit jemandem über der Menge identifizieren. Mit jemandem, dem es genauso gehen würde wie mir. Mit jemandem, der den Weg weisen würde. Mit jemandem, der für mich sterben würde. All die Zeit hat sie davon gesprochen, dass sie keine Angst habe vor dem Tod. Dass der Tod eine Befreiung sei. Sie war nichts weiter als eine falsche Märtyrerin, die versucht hat, ihre Ammenmärchen als die Wahrheit zu verkaufen. Liebe Gemeinschaft, durch die Blutsfeder haben wir das göttliche Geschenk des Lebens erhalten. Und wir werden uns ihrem Willen beugen, wenn sie entscheiden, es uns wieder zu nehmen. Mit Blut hat es begonnen, mit Blut wird es enden. Hey Noah, hast du schon von der Journalistin gehört, die mit einem von uns ein Interview möchte? Ja, ich habe Gerüchte gehört. Weißt du, worum es dabei geht? Nicht wirklich. Angeblich hat es etwas mit dem Befreiungsritual zu tun. Warte, war nicht Sophia, deine Schwester, einer der Auserwählten? Ja. Ja, das war sie. Hey, du kannst stolz sein. Es ist eine große Ehre für sie und deine ganze Familie, dass sie auserwählt wurde. Lass uns später darüber reden. Entschuldigen Sie, sind Sie Mitglied der Gemeinschaft der Blutsväter? Ja, bin ich. Hallo, mein Name ist Ava. Noah. Ich arbeite als Reporterin für DGN. Ich würde gerne ein Interview mit Ihnen führen. Nein, eher nicht. Es würde auch nicht lange dauern. Ich hätte nur ein paar Fragen zu den Gerüchten. Ist es wahr, dass es bei den Ritualen Menschenopfer gibt? Ich möchte wirklich nicht darüber sprechen. Hier ist meine Nummer. Sollten Sie Ihre Meinung ändern, rufen Sie mich an. Ich verspreche Ihnen, dass es auch für Sie bedeutende Informationen gibt. Hast du kurz Zeit? Was wollte sie? Sie hat mich gefragt zu irgendeinem Interview und über ein Ritual. Hast du ihr irgendwas gesagt? Nein, ich habe ihr nichts gesagt. Was sonst noch irgendwas? Wollte sie dir etwas sagen? Nein, nicht wirklich. Na gut, dann geh bitte wieder zurück zu deiner Arbeit. Klar. Thank you.
Hey. Hey, ich hatte wieder diesen Albtraum. Ging es wieder um deine Schwester? Ja. Hast du versucht, mit deinen Eltern darüber zu reden? Ja, aber sie sagen mir immer wieder dasselbe, dass ich stolz sein soll und dass sie eine derjenigen war, die eine Chance auf Freiheit hatten. Sie scheinen kein Problem damit zu haben. Ich muss deinen Eltern aber da recht geben. Es ist eine große Ehre, für das Befreiungsritual auserwählt zu werden. Vielleicht kann dir Mila helfen. Ich kann's versuchen, aber ich denke, ich werde die Antwort kennen. Was meinst du damit? Sie wird mir dasselbe sagen wie meine Eltern. Ich würde versuchen, mir nicht allzu viele Gedanken darüber zu machen. Die Blutsväter geben unserem Leben einen bestimmten Sinn und Zweck. Und das Leben deiner Schwester war dazu bestimmt, befreit zu werden. Ja, bestimmt. Hey. Hey, Yannick. Ich habe gestern die Journalistin kontaktiert. Was? Wieso? Sie hat gesagt, sie hat für mich bedeutende Informationen. Sie wird dir nur Lügen erzählen. Alles, was du wissen musst, erfährst du von Mila. Geht es hier noch immer um das Befreiungsritual? Ich will doch nur wissen, was sie zu sagen hat. Wann triffst du sie? Morgen Nachmittag. Und ich habe mir überlegt, dass wir uns einfach noch ein bisschen treffen. Was wollen Sie bestellen? Einen Kräutertee, bitte. Hallo Noah, freut mich, dass du deine Meinung geändert hast. Ich denke, ich bin einfach nur etwas neugierig. Also, was sind das jetzt für Informationen? Darauf werden wir später zurückkommen. Wann und wie bist du der Gemeinschaft beigetreten? Meine Eltern sind beigetreten, als ich noch ein kleines Kind war. Also bist du in der Gemeinschaft aufgewachsen? Ja, genau. Gut, und ist dir bewusst, welchen Ruf die Gemeinschaft in der Öffentlichkeit hat? Uns ist bewusst, dass Außenstehende mit Verwirrung und Unglauben den Blutsvätern gegenüberstehen. Und ist es wahr, dass auserwählte Mitglieder geopfert werden? Einige von uns werden auserwählt, um einen höheren Bewusstseinszustand zu erreichen. Ja, einige von uns werden geopfert. Dankeschön. Und hast du schon jemals überlegt, ob du vielleicht die Gemeinschaft verlassen möchtest? Nein, niemals. Gut, in den Informationen, von denen ich gesprochen habe, geht es um eure Prophetin. Sie bezieht ihre Einkommen aus mehreren Quellen und eine davon ist angeblich Organhandel. Wäre dir dazu jemals etwas aufgefallen? Nein, das kann nicht sein. Es ist auch noch nicht sicher. Es gibt mehrere Indizien dazu, aber noch nicht genug Beweise, um eine Strafverfolgung anzuladen. Nein, das kann nicht die Wahrheit sein. Dann denke ich, was das mit dem Interview? Aber warte nur, falls du doch die Gemeinschaft verlassen willst, ich kann dir helfen. Die Blutsväter bringen unsere Gemeinschaft zusammen. Die Blutsväter bringen unsere Gemeinschaft zusammen. Sie binden uns. Sie binden uns. Sie geben uns das Leben. Sie geben uns das Leben. Und sie nehmen es auch wieder. Und sie nehmen es auch wieder. Dank sei dem Blutsväter. Dank sei dem Blutsväter.
Sarah, Josef, Martina. Die Auswertung der Testergebnisse dauert noch, aber unsere Prophetin möchte sie so bald wie möglich haben. Wir hoffen, dass dieses Mal mehr reines Blut unter uns ist. Wie können wir mit unseren derzeitigen Ressourcen einfach die Ergebnisse nicht schneller ermitteln? Ich will keine Entschuldigungen hören. Das Schicksal unseres Blutes hängt von diesen Testergebnissen ab. Wir arbeiten unter Hochdruck daran. Das will ich hoffen. Bist du nervös? Ja. Na gut, komm. Wir müssen los. Heute ist kein Tag zum Trauern. Heute ist ein Tag zum Feiern, dass einige unserer Mitglieder reines Blut in sich tragen. Sie sind dafür bestimmt, in eine höhere und reinere Form des Daseins überzutreten. In eine, die sich unserem Verständnis entzieht. Wir selbst können nur hoffen, auch eines Tages in diese reine Form der Existenz überzutreten, um eins mit den Blutsvätern zu werden. Die Auserwählten tragen Gold für sie bei sich. Ich werde sie jetzt zum Altar bitten. Nina. Alex, Sophia. Ich kann das nicht. Was meinst du? Ich bin noch nicht bereit dafür. Bitte, hilf mir. Sophia. Kann nicht sein. Hä? Redest du mit mir? Nichts. Entschuldige.
Gut, dass wir die Ergebnisse haben. Jetzt können wir nach Mitgliedern mit reinem Blut suchen. Wir werden daran arbeiten. Sie haben die Mailbox von Ava Benyaz erreicht. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Hallo Ava, hier ist Noah. Ich habe ein paar Dokumente, die dich interessieren könnten. Ja, ruf mich zurück. Wie fandest du die Zeremonie heute? Ich will nicht drüber reden. Was? Wieso nicht? Bist du Noah? Ja, da bin ich. Yannick, können wir kurz reden? Bitte komm mit uns. Wieso? Mila würde gerne mit dir sprechen. Ich kann jetzt nicht. Ist Mila von Bedeutung, mit dir zu sprechen? Das ist ein Privileg, welches nur wenige bekommen. Vergeude deine Chance nicht. Setz dich. Noah, wie ist es dir in der letzten Zeit ergangen? Ganz gut, denke ich. Wirklich? Ja. Ich habe nämlich in der letzten Zeit ein paar Gerüchte gehört, weswegen ich etwas besorgt um dich bin. Was für Gerüchte? Dass du dich seit dem Befreiungsritual komisch verhältst und dich mit Leuten außerhalb der Gemeinschaft triffst. Das ist nicht... Des Weiteren sind wichtige Unterlagen von Oliver verschwunden. Weißt du etwas davon? Ich denke nicht, dass... Noah, ich will dich hier nicht bedrohen. Ich will dir helfen. Wie willst du mir helfen? Du bist zwischen dem, was du glaubst, und dem, was du fühlst, hin und her gerissen. Ich weiß, dass solche Entscheidungen für die meisten Probleme darstellen. Alles, was du tun musst, ist mir zu vertrauen. Ich brauche deine Hilfe nicht. Ich habe sie gesehen, in Visionen, die Blutsväter. Und wenn sie sprechen, sprechen sie durch mich. Sie sehen dein Leid, du bist gebrochen. Aber der Glaube zu ihnen kann dir wieder Frieden bringen. Du brauchst nur jemanden, der stark genug ist, dir den richtigen Weg zu zeigen. Jemanden wie mich. Bist du bereit, dieses Angebot anzunehmen? Nein. Du kannst die Wahrheit nicht mehr erkennen, aber so schnell werde ich dich nicht aufgeben. Wir werden dich jetzt ein paar Tage in Isolation bringen, sodass du wieder zu dir selbst finden kannst. Das Ritual soll nun beginnen.
Euer Blut wird euch befreien. Auserwählten gehen nun zurück zu ihren Blutsfedern. Sie lassen uns Sterbliche zurück und werden befreit. Du kannst es nicht so weitergehen lassen. Sie lügen uns alle an und du weißt es. Du musst uns, deine Familie, die Gemeinschaft und dich selbst von dieser falschen Prophetin befreien. Wo bist du? Du kannst es beenden. Wie? Du musst sie töten. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Du musst es tun. Solange Mila lebt, wird kein Mitglied der Gemeinschaft jemals wirklich frei sein. Sieh nur, was sie uns angetan haben. All der Schmerz. Es muss aufhören. Bist du wieder zu klarem Verstand gekommen? Ja, das bin ich. Es freut mich zu hören, dass du deinem Wahn ein Ende gesetzt hast. Wir werden jetzt noch ein Auge auf dich werfen, damit so etwas nicht noch einmal passiert. Lasst ihn gehen. Hey. Ich brauche deine Hilfe. Wobei? Du hast dein Auto, oder? Ja. Kannst du mich morgen um 16 Uhr abholen? Ja, das kann ich. Warum? Hör zu, ich kann jetzt nicht darüber reden. Hol mich einfach morgen ab. Okay, aber... Kannst du mich in die Stadt führen? Was hast du in der Stadt vor? Ich suche noch etwas. Wonach suchst du? Führ mich einfach in die Stadt. Hey, wenn du die Gemeinschaft verlassen willst, ich kann dir helfen. Ich will die Gemeinschaft nicht verlassen. Was willst du dann? Ich will ein Ende.
Wohin gehst du? Warte, ich bin gleich wieder zurück. Aber... Ich hab, was ich brauche. Fahren wir. Was ist in der Tasche? Du verhältst dich komisch. Mir sind in letzter Zeit Dinge klar geworden. Ich werde meiner Gemeinschaft helfen. Wie willst du ihr helfen? Ich werde ihr helfen, indem ich sie zerstöre. Was meinst du damit? Hier kannst du mich aussteigen lassen. Den Rest gehe ich zu Fuß. Danke für deine Hilfe. Verlass die Gemeinschaft doch einfach. Bring dich nicht selbst in Schwierigkeiten. Ich kann dir helfen. Nein, ich muss das tun. Keiner darf ohne schriftliche Erlaubnis hinein! Hey! Was hast du gemacht? Ich bringe der Gemeinschaft Frieden. Wovon sprichst du? Ich muss das tun. Es muss ein Ende haben. Du kannst das nicht tun! Es ist der einzige Weg. Mila hat uns alles gegeben. Durch sie hat unser Leben erst Bedeutung bekommen. Alles, was uns Mila gegeben hat, waren leere Versprechen und Schmerz. Ich kann dich nicht weitermachen lassen.
Hey, leg das Messer weg. Was denkst du, was du da machst? Bleib weg von mir! Nein! Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Vielleicht, dass der Schmerz und das Leid dadurch ein Ende hat. Aber ich fühle gar nichts.